Hallo, willkommen im Michas Welt YouTube-Kanal. Ihr habt vielleicht gerade auch das Problem bei den kalten Temperaturen, dass wenn ihr mit eurer Drohne aufsteigt, ihr nach wenigen Minuten schon nicht mehr in der Lage seid, die zu bedienen, weil eure Finger so kalt geworden sind. Oder eben auch beim Fotografieren nach wenigen Minuten euch die Finger total einfrieren, dass ihr die kaum noch bewegen könnt und auch richtig schmerzen. Für dieses Problem habe ich in diesem Video die optimale Lösung für euch. Also, bleibt dran! Ich war für euch heute Morgen schon bei minus 11 Grad mit meiner Mavic 2 Pro und Mini 2 unterwegs. Und normalerweise würde ich ohne Handschuhe nicht rausgehen bei solchen Temperaturen und mit meiner Drohne Fotos oder Videos aufnehmen. Aber ich habe mir diese Handschuhe hier gekauft von The Heat Company, nennt sich Merino Liner Pro. Die sind nicht gesponsert, ich habe die von meinem Geld gekauft, gleich vorweg. Ja, warum? Ganz einfach. Wie ich schon eingangs erwähnte, nach wenigen Minuten hat man kalte Finger, wenn man draußen mit der Drohne fliegt oder fotografiert. Und ich habe die Handschuhe nicht nur jetzt hier in der Theorie für euch dabei, sondern ich war heute Morgen draußen mit meinem DJI Osmo Pocket und werde euch auch draußen zeigen, wie ich mit diesen Handschuhen geflogen bin, damit ihr auch euch selbst ein Bild davon machen könnt. Weil wichtig bei solchen Handschuhen ist es zum einen, dass sie warm halten, das aber nicht zu dick auftragen. Das heißt, dass ihr also auch noch in der Lage seid, eure Fernsteuerung damit zu bedienen. Weil sonst bringt euch das relativ wenig. Gerade bei der Mini 2 könnt ihr ja nicht über automatische Modes fliegen, sondern ihr müsst halt tatsächlich mit sehr viel Feingefühl den Stick halt steuern können. Und dafür sind diese Handschuhe optimal, weil die haben einmal hier, wie ihr sehen könnt, solche Silberbeschichtungen. Das sind sozusagen ja so Touchscreen-Aufnäher. Da gibt es insgesamt drei Stück, einmal hier, hier und hier. Und wenn ihr seht, der hier, der ist schon ein bisschen kaputt. Warum? Ich habe die Mini 2 aus der Hand gestartet und ja, irgendwas habe ich wohl falsch gemacht, denn der Propeller hat meinen Finger erwischt. Ohne diese Handschuhe hätte ich wahrscheinlich eine übel tiefe Schnittwunde bekommen, die ich hätte nähen lassen müssen, aber der Handschuh hat das ganz gut weggesteckt, ja. Also er ist nicht wirklich kaputt. Hier die Silberbeschichtung, die ist halt leider ein bisschen beschädigt, aber okay, damit kann ich leben. Ja, hiermit kann man wie gesagt den Touchscreen bedienen. Das werden wir auch testen nachher, wie das funktioniert. Dann haben die hier so eine Anti-Rutsch-Beschichtung. Da sind solche Anti-Rutsch-Flecken drauf, sage ich mal. Damit könnt ihr super im Auto auch lenken, wenn ihr zum Spot fahrt. Oder am Fahrrad könnt ihr die auch super benutzen. Das passt auch. Sie sind sehr elastisch. Ja, also man kann hier wirklich die Finger super bewegen in den Handschuhen. Sie sind aber nicht so ganz dünn wie diese Billighandschuhe. Die Billighandschuhe aus China hatte ich auch schon mal so für 10, 20 Euro, ja. Die sind nicht wirklich optimal, weil nach wenigen Minuten frieren euch schon die Finger trotz Handschuhe ein. Und die sind immer noch warm jetzt und ich zeige euch auch mal warum. Denn die haben hier so ein Wärmefach und in diesem Wärmefach steckt noch so ein Aktivkohlepad drin. Das ist richtig heiß, also wenn man das anfasst, das kann man nicht lang anfassen, das ist wirklich heiß. Diese Aktivkohlepads, die aktivieren sich an der Luft. Das heißt, wenn man diese Verpackung aufreißt, fangen die an, sich zu erwärmen. Die sind noch nicht teuer, die kosten so 1,50 Euro, 2 Euro der Doppelpack, sind aber leider für die Umwelt nicht so toll, weil sie halt eben auch nur einmal verwendet werden können. Und die steckt man dann einfach hier so in dieses Fach hier rein von dem Handschuh. Und hat dann eben noch zusätzlich warme Hände. Und die werden wir vielleicht auch brauchen. Das wird sich nachher noch zeigen, ob wir sie brauchen. Ich werde natürlich versuchen, so lange wie möglich ohne auszukommen. Ja, normalerweise ist es so, dass solche Handschuhe eigentlich eher so für Temperaturen um den Gefrierpunkt gedacht sind. Das heißt, also das wird heute dann schon der Extremtest bei minus 11 Grad. Das ist schon mehr, als sie eigentlich können müssten, ja. Was mir auch besonders gut gefällt, ist dieser Karabiner, weil damit könnt ihr halt hier mit diesen Karabinerhalterungen auch hier an den Handschuhen, die an eurem Rucksack einfach befestigen, außen, wenn ihr beim Wandern unterwegs seid. Die Handschuhe selber sind aus Merino gefertigt, ja, so Merino-Wolle, ja, alles ökologisch korrekt und sind halt eben auch atmungsaktiv. Das heißt also, wenn ihr halt eben innen drin schwitzt in den Händen, wird der Schweiß also auch wirklich dann abtransportiert. Das wird hier alles auch auf der Beschreibung nochmal erklärt. Geruchshemmend, kratzfrei, elastisch, formbeständig und extra warm, schnell trocknend, abriebfest und touchscreen tauglich, was ich ja vorhin schon erwähnt habe. Kann man eben auch kombinieren mit einer Shell und einer Polar Hood. Das ist im Prinzip nochmal so eine Art Fäustling, den man auf die Handschuhe draufsetzen kann, wenn man es halt besonders
warm haben will. Seed Company ist auch nicht irgendwie so eine Waldfeld- und Wiesenfirma, die residiert in Österreich und stattet wohl auch das österreichische Skiteam aus, auch ein Snowboard-Team wird von denen ausgestattet und die haben halt sehr viele Referenzen auf ihrer Webseite, deswegen ist der Handschuh auch nicht so ganz billig, ist halt für den hier so um die 50 Euro, manchmal auch weniger und leider ist er auch nicht immer so bekommen in den Größen, die ihr halt eben haben wollt. Ich habe den in Österreich bestellt, bei der Firma Lake United, eben auch zusammen mit diesen Pads. So, ich denke, jetzt haben wir genug über die Handschuhe geredet. Jetzt geht es tatsächlich um den praktischen Einsatz und den werde ich euch jetzt demonstrieren. Ich bin jetzt hier am Otzberg, das ist ja der Ortsteil Hering. Da gibt es so eine schöne Burg, sage ich mal. Und da habe ich jetzt die Handschuhe an, wie ihr seht. Ja, konnte damit auch super schon mit dem Auto herfahren, weil man halt durch diese Beschichtung sehr viel Grip am Lenkrad hat. Und noch sind sie warm. Ja, die sind eigentlich auch nicht so gedacht für Temperaturen um minus 11 Grad. So kalt ist es nämlich gerade hier. Ja, und jetzt werde ich mal meine Mavic 2 Pro startklar machen und schauen, wie lange ich damit fliegen kann. Wenn man bei Kälte fliegt, sollte man auf jeden Fall die Akkus so ein bisschen vorgewärmt haben, zu Hause vielleicht schon die Nacht auf der Heizung liegen haben, gegebenenfalls natürlich auch so ein Koffer, so ein Wärmekoffer. Also man bekommt hier super den Gimbelschutz mit den Handschuhen raus, der ist schon recht filigran, muss ich sagen. Und so. Ja, das klappt schon mal alles sehr gut. Ja, spannend wird jetzt diese Steuerknüppel mit den Handschuhen auf der Drohne zu befestigen, weil ich hoffe mal, dass wir dafür auch genug Grip haben, weil wenn ich sie dann wieder ausziehen müsste, wäre es halt blöde. Aber gut, es ist auch recht kalt. Seht ihr, funktioniert auch mit den Handschuhen. Sogar diese kleinen filigranen Teile kann ich super hier mit den Handschuhen auf meine Drohne drehen. Das ist schon mal gut. Klappt wunderbar. Praktisch ist natürlich jetzt, wenn ich aus der Hand starte, kann ich mir auch die Hand nicht verletzen. Weil, was ich gesehen habe hier, also diese Spitzen, die verdrehen sich manchmal ein bisschen, diese Silberspitzen. Okay, das werden wir mal sehen. Aber ihr seht hier der Touchscreen, der lässt sich hier super bedienen mit dem Finger. Klappt also einwandfrei. Das hat jetzt nichts mit dem Handtuch zu tun, er wollte es einfach nicht. So, hier oben aufs X. Und ich könnte schon fliegen, das machen wir aber aus der Hand. Und dann hovern wir den erstmal ein bisschen. So. Man sollte mit kaltem Akku nicht unbedingt im Sportmodus fliegen. Also im Moment merke ich noch nichts. Ihr seht schon hier mit der Fernsteuerung, ich kann super steuern. Ja, also das klappt sehr gut. Also ich versuche auch mal ohne Automatik irgendwie was zu umkreisen. Also im Prinzip wirklich zu schauen, ob ich eben mit der Steuerung auch wirklich Feingefühl habe. Ich spüre auch tatsächlich hier so leicht in den Fingern das Gefühl, wenn man hier diese Spitzen anfasst von den Sticks. Und das ist schon mal ganz gut. Jetzt werden wir mal noch einen Moment warten. Wollen noch ein bisschen hovern und dann steigen wir mal auf und schauen, wie es wird. Was tatsächlich super klappt damit, ich kann also wirklich hier mit dem Daumen super hier rechts auf den Fotobutton klicken oder auf den Videobutton wechseln. Ich kann auch ins Einstellungsmenü hier gehen und kann Einstellungen vornehmen. Also das klappt wunderbar. Also die sind wirklich sehr filigran. Das fühlt sich genauso an, als würde ich jetzt mit den Fingern den Touchscreen bedienen. Also ich bin schwer begeistert. Leider spielt das Wetter nicht so mit. Ich hatte mir eigentlich einen Sonnenaufgang erhofft. Jetzt werden wir ein bisschen fliegen. Ich stoppe so ein bisschen die Zeit, dass wir auch sehen, ja, ab wann es kalt wird. Im Moment spüre ich noch nichts, aber das kann sich sicher noch ändern. Es sind ja erst 5 Minuten vergangen. So, ich bin schon einiges geflogen. Ihr habt gesehen, ich bin manuell in POI geflogen, Point of Interest. Normalerweise macht die Mavic das automatisch, aber ich wollte einfach mal wissen, ob ich das auch kann, dafür genug Gefühl habe, weil mit der Mini 2 muss ich das ja auch können. Und ja, das funktioniert, wie ihr seht, einwandfrei. Nach 10 Minuten merke ich, jetzt werden die Spitzen ein bisschen kühl. Ja, das wäre es allerdings ohne Handschuhe viel schlimmer. Da müsste ich wahrscheinlich jetzt schon einpacken. Ja, aber bis jetzt bin ich super zufrieden. Man kann auch wirklich jede Meldung wegklicken. Ne? Also wenn da so ein kleines Kreuz irgendwo erscheint oder irgendwas, ist überhaupt gar kein Problem. Das klappt also super. Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ich kann jetzt auch problemlos in den Panoramamodus wechseln hier mit der Kamera. Am Schluss verdrehen sich halt mal die Spitzen. Das ist nicht so
super, ja, aber damit kann ich leben. So, machen wir ein Horizontalpanorama. Auch diesen kleinen Fokusbereich hier kann ich sogar anklicken. Ja, das funktioniert problemlos. Das machen wir ein Panorama. Den Osmo Pocket kann ich damit übrigens auch super bedienen, ja, weil der ist ja echt filigran mit seinem kleinen Touchscreen. Und jetzt schauen wir nochmal, ob wir den Gimbal-Schutz auch wieder drauf bekommen. Also viel besser als ohne Handschuhe. Da hatte ich teilweise echt schon nach so einer Flugzeit von jetzt ja eine guten Viertelstunde massive Probleme, ja, also mit eingefrorenen Fingern. Ich merke so, die Spitzen werden jetzt langsam kalt, ne? Aber es geht noch. Ich denke, eine Viertelstunde ist schon echt gut. Also ja, also ich könnte jetzt vielleicht noch 5 bis 10 Minuten dranhängen. Das wäre ohne Handschuhe überhaupt undenkbar, ja. Und jetzt probieren wir mal die Wärmepads aus und sind natürlich jetzt nicht so umweltfreundlich. Jetzt habe ich den aus der Verpackung rausgeholt und mit Luftkontakt werden die jetzt warm. Mal probieren, ob ich was merke. Noch nicht. Nochmal den zweiten raus für die andere Seite. Und den Müll natürlich wieder schön mitnehmen. Mal schauen. Aha, jetzt kommt es langsam. Es braucht so eine Zeit, bis die warm werden. Aber jetzt merkt man es. Ja, okay, dann werden wir die nochmal einfach hier reintun. Und schauen, ob das auch funktioniert, ohne die Handschuhe dann auszuziehen, weil das ist jetzt schon eine Stopferei hier. So, Nummer 1 ist drin. Ja, das merkt man jetzt schon. Das wird oben auf der Hand warm. Und hoffentlich fördert das dann auch so die Durchblutung, dass die Wärme auch dann bis in die Finger geht. Man muss es halt reinstopfen und dann kann man es ein bisschen verteilen. Und hoffen, dass es dann funktioniert. Also es wird schon echt jetzt wohlig warm. So, und jetzt sind die Wärmepads hier drin. Und man merkt langsam, wie es von oben nach unten ausstrahlt und wärmer wird. Also ich hoffe mal, ich kann noch eine Runde mit der Minisfy drehen. Werden wir sehen. So, wie ihr seht, ich bin gerade mit der Minisfy unterwegs. Fliege hier meinen ersten Akku jetzt leer. Und durch dieses Wärmepad, das ich hier oben reingesteckt habe, habe ich das Gefühl, ja, wärmt sich alles wieder schön auf. Also ich habe schön warme Finger, also überhaupt gar nicht kalt. Und ja, super, ich bin echt zufrieden. Und ich werde jetzt einfach auch nochmal mit der Mini-2 ein bisschen zur Burg fliegen und ein bisschen drumherum fliegen und schauen, wie das so funktioniert. So, der Akku der Mini neigt sich langsam dem Ende zu. Ich bin jetzt so gut ja, 18 Minuten geflogen. Jetzt merke ich langsam, dass mir kalt wird, aber nicht an den Fingern, sondern mir wird an den Füßen kalt. Meine Fußspitzen frieren. Früher war es genau andersrum. Ja, da hatte ich erst kalte Finger und dann kalte Füße. Ja, ich werde jetzt langsam landen. Ich kann euch ein kleines Fazit zu den Handschuhen jetzt geben. Die sind also wirklich super geeignet, um damit zu fliegen oder ein Fotoapparat zu bedienen. Ihr könnt damit Auto fahren. Ihr könnt damit auch joggen. Ich hatte es auch schon beim Joggen an. So die ersten 10 Minuten ist es super warm. Dann muss man es aber schon fast wieder ausziehen, weil es zu warm wird. Sie sind auch nicht so dick, wie ihr seht. Ja, also der Stoff ist relativ dünn. Man kann also damit super, ja, Dinge greifen und auch kleinere Dinge, fummelige Dinge greifen. Man kann super die Fernsteuerung bedienen, Auslöser von der Kamera, den Touchscreen sogar vom Osmo Pocket. Der lässt sich auch super damit bedienen, obwohl er so klein und filigran ist, also wirklich so ganz klein zu stellen. Deswegen, also für mich absolut die Empfehlung. Und ich hatte, wie gesagt, schon günstigere Handschuhe, so für 10, 20 € bestellt bei Amazon. Die waren überhaupt nichts. Ja, da hat man im Prinzip schon nach ein paar Minuten gemerkt, dass einem die Fingerspitzen abfrieren. Und hier jetzt durch das Wärmepad, das ich jetzt nochmal reingemacht habe, merke ich einfach, dass man dann auch nochmal länger draußen bleiben kann. So ohne Wärmepad würde ich vielleicht sagen, so eine Viertelstunde, 20 Minuten sollten gehen. Und jetzt, wo das Wärmepad drin ist, ich bin ja schon über eine halbe Stunde jetzt hier und ich merke noch gar nichts. Also es wird ein bisschen kühl an den Fingerspitzen, aber 10 Minuten könnte ich locker noch hier draußen bleiben. Also von daher, mein Fazit, die Handschuhe kann man auf jeden Fall kaufen. Ich finde die super klasse. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn das wird nicht das letzte Video zum Thema Drohnen und Technik gewesen sein. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.